Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch State of Decay 2 in der Juggernaut Edition auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad. Und wir haben 22 Tage überlebt in der Apokalypse. Ich finde das wirklich bemerkenswert. Es ist ein harter Job, das muss man auf jeden Fall sagen. So, ich suche mir jetzt mal ein paar Leute, mit denen ich rausgehe, hier weiter anwerben. So. Und dann werden wir uns mal von diesem Ort entfernen und fahren zu einem Außenposten. Und händeln dort unsere Geschäfte. So, wir fangen erstmal an. Wie sieht es eigentlich mit dem Wagen aus? In welchem Zustand ist der? Der ist okay, ja. Ja, es hat nur einen Zweisitzer. Darf man nicht vergessen. So, hier muss man noch ein bisschen wuseln, wenn man dann hochkommt. So, okay. Die können wir mal weglegen. Das können wir weglegen. Das können wir weglegen. Und wir rüsten uns aus. Als da wären. Erstmal brauchen wir einen vernünftigen Rucksack. Das ist im Moment nur ein Siemer. Dann können wir es so machen. Wir wechseln kurz mit Also kriegst dann den zurück. Und wir wechseln mit Semp. Den Sima-Rucksack passt mir nicht. Ja, so sieht eine Kriegerin aus. Sehr, sehr gut. Wirklich cool. Okay, wir hüpfen hier rauf. Und dann geht's los. Das Ding muss repariert werden. Und wir sagen davon. Das kann zur Not nicht schaden. Einen nehmen wir davon. Wir haben außerdem eigentlich eine Armbrust. Also man könnte die auch echt mal benutzen. So. Wir haben das Ding. Ach, mir schwant, woran das liegt. Ah, das hilft nichts. Ich muss einfach mal durch die Leute durchgehen. Die haben nämlich nicht alles im Fach abgelegt. Sie, ja. Morgen. Sie hat nämlich den ganzen Krempel noch am Leib. So. Some dumbass in our neighborhood get hurt setting off fireworks. Never failed. Yeah, we'd laugh about it, but I remember how sad their moms would be when the ambulance showed up. Und gehen wir zurück zu Semp. Das ist die richtige Waffe. Das ist die richtige Nebenwaffe. Ich denke,
das noch gut. Gegen Ermüdung. Ausdauer, okay. Gut. So viel hierzu. Dann brauchen wir eine Waffe für ihn. Wo ist er denn? Of course I'll go with you. So, er hat den 8er Rucksack, okay. Und jetzt wollen wir mal mit ihm tauschen. Und ich glaube, wechseln wir mal durch. Er hat nicht die richtige Waffe. John. Dann Ashande. Sie könnte, ja, mit der Waffe bin ich einverstanden. Also, dass man hier nicht richtig hochkommt. So, und sie kann ja dann die nehmen. Genau. Dann kehren wir zurück zu ihm. Nee, zu ihm. So. Ja, das wäre mein Traum, dass die Leute alle ihre Ausrüstung haben, aber das hat bislang noch nicht geklappt. Gut. Schauen wir uns nochmal seine Qualitäten an. Er ist ein Scharfschütze. Okay, da darf es keine Schwierigkeiten geben. So, zu diesem Charakter wechseln. Jetzt sind wir damit ready. Was ich noch wissen möchte, haben wir denn noch Benzin irgendwo? Ne, wir haben das, aber wir haben kein Benzin. Ich glaube, mach es so. Dann schauen wir mal auf die Karte. Also dahin zu fahren, kann glaube ich nicht falsch sein. Ach, wir haben gar kein Benzin mehr. So. Wobei, das kann man gleich machen. So, dann schauen wir mal, ob wir in der Base was produzieren können. Und zwar denke ich da vor allen Dingen an das. 30. Ist in Ordnung. Da wird Nahrungsmittel hergestellt, okay. Ah, eine Sache fällt mir noch ein. Eine Sache haben wir noch vergessen. Ja, wir haben nämlich Seuchenmittel vergessen.
Check it out. Another survivor. That won't work. Deadhead, closing in. I'm right here. You guys can't get rid of me that easily. What's next? Ehrenleser, okay. Seuchenherz, nein. I'm sorry to hear that. Nein, 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 nein. Take care. So eine Mission lasse ich mir nicht aufzwingen. Okay. So. Wir können eine Aufklärungsdrohne schalten für 35 Credits. Finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Die Frage ist nur, ob das hier sein sollte. Okay. Lebensmittel. Kann man das gleich nochmal machen? Ethanol, ja. Oder... So, was brauchen wir am meisten? Medikamente eindeutig. Can we check to see if anyone knows a good place to scavenge? Network here. I'll get someone on that. No problem. I like that the network's about bringing people together. Okay. Natürlich nicht der schönste Ort. Aber... Ja, dann machen wir das halt. Ja, 22 Tage überlebt, 8 fehlen mir noch. Meiner Challenge, ich will 30 Tage überleben. Schauen wir mal, ob das klappt. Air is making my eyes burn. Must be a plague heart nearby. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Medikamente hier irgendwo sind. Ist da nicht eine Toilette? Ja. Ja, das Ding bei diesem Material, überhaupt bei den Ressourcenlieferungen, ist ja, dass die nicht
aufspüren, wo es ohnehin schon Materialien gibt. Ach nee, das ist gar kein Klo. Sondern da werden einfach zusätzlich vom Game Design her Materialien in diese Welt hineingebracht. Deswegen nimmt man sich sozusagen nichts weg. Es ist nicht so, dass man sagt, ach, die hätten wir sowieso gefunden. So, hier wäre jetzt. Oh ja. Not exactly what I was hoping for. So, weiter geht's. Ja, es lohnt hier nicht. Ach. Den kriegt man so nicht, okay. Das ist eine böse Ecke. Ah, ich mach mal Aufklärung. Let's get a drone to scope. If you need something, we've got stuff to trade. Stop on by. Eine Horde. As long as that plague heart is nearby, we can't really secure the place. Oh, da kommen Leute. Coming out of the woodwork now. Okay, wir müssen erstmal raus. I think those plague zombies are giving me something really nasty. I'm just about out of these. Da sieht man, das macht sich schon gut. Also man hat eine so klare Orientierung. Credits kostet mich das und ich glaube, das ist es wert. Time to reload. Okay.
So, wir wollen mal schauen, ob der hinten steht, der Zombie, der da angeleuchtet wird. Oder ob der drin ist. Ich glaube, der steht hier. Ja. Okay, alles klar. So, hier darf man halt einfach nicht eingeschlossen werden. So, wir übernehmen mal. Must be my birthday. Time to head home and grab a drink. Ja, wenn man diese Fähigkeit noch nicht freigeschaltet hat, dass man Türen leise öffnen kann, das ist wirklich ätzend. Okay, jetzt ist... Der Satellit weg. Ah, die Drohne. Aber hier fehlt noch was. Hier. So, wann kann man die wieder aktivieren? In 4 Minuten. Ist eigentlich nicht schlecht. Yes. Lead on. Kommt die nächste Horde? Okay, hier sind Leute dran. Drohnenangriffe deaktiviert. Ach so, jetzt ist nämlich die Gesamtzeit abgelaufen. Ja, okay. So, unser Auto steht da. Ja, dachte ich mir, das ist nämlich ein Feral. Gut, dann müssen wir da weiträumig rumgehen. Shit. Ah, das ist ja die Hölle hier. Kommt eine Horde. I can't let that screamer bring more friends.
So dicht bei Häusern vorbeigehen, ist halt auch riskant. Aber da könnte auch jemand drin sein. Mittlere Maus kann man wieder lösen. Habe auch ewig gebraucht, bis ich das herausgefunden habe. Nice. You want something? I've got your back. Ist jemand drin? Hört sich fast so an, ne? Ach. I'm listening. After you. Der geht vorbei schon mal. Zwei von drei. Ach, hier ist der letzte. I think I'm done searching here. What's up? I'll be right behind you. I'm listening. After you. I think those plague zombies are giving me something really nasty. Ja, du gehst. We can't catch a damn break lately. You all are bad luck. What? Ach so, vielleicht sollte man hier mal was tun, ne? So, dann schauen wir mal, wo. Kommt eine Horde. Da müssen wir hin. I should be careful of plague zombies around here. Man könnte wahrscheinlich, ich weiß es nicht, man gleich nach Hause fährt. Man hier hoch. That's nice. So.
So, wir wechseln mit. Ach so, ihr könnt noch Folgendes tun. Genau, und jetzt wechseln wir mit Maiko. So. Als da wären 1, 2, 3, 4, 5. Nahkampfwaffe fehlt noch. Keine Waffe. Ah, fehlen noch Bolzen. Alles klar. So. Nein. Think of walking away and never coming back? I know I sure do. Moral unglücklich. Mann, Mann, Mann. Was sind denn eigentlich diese Extra-Optionen? Wir haben ja nun das Ding hier drin. Kann man die Tür einfach aufmachen? Ich weiß ja schon, dass Leute drin sind. Geh mal ein Stück weg. Zweimal Benzin. Mann, Mann, Mann. Gehen wir mal rum. Okay, gibt es keine zweite Tür schon mal, oder? Oder doch hier?
Still some deadheads around. Oh, so viele noch? Ich glaube, der wäre der nächste. Irgendwo in der Ecke muss er liegen. Okay, schauen wir mal, ob es was in der Basis zu tun gibt. So, Medikamente. Hier könnte man auch noch Benzin zapfen. This place looks outpost worthy. Ja, das ist jetzt wirklich Präzisionsarbeit. Man kann sich aber nicht leisten, hier rumzuschludern, obwohl ich da auch nicht mit der Sorgfalt rangehe, die es eigentlich angebracht wäre. Immer noch deprimiert, okay. Hey, this is neat. I'll admit I was unhappy, but I'll stick it out. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, das lassen wir mal weg. Die Leute betrunken zu machen, ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz. So, warum? Ach, hier sind noch Container. Musst du mal machen. Okay, er ist müde. Er muss dringend in die Kiste. So, und auf der Krankenstation. John. John, okay. Das Ramirez. Okay, John kann also auch in die Krankenstation. I don't think I'm gonna get better without help. Utterly delicious. Nice. So. Want
something? Genau, du brauchst mal eine Pause. Macht's denn Sinn, noch aufzutanken? Ja, macht Sinn. So, und wir wechseln mit Jonathan. So. You need something? You're the boss. So, was haben wir hier? Kaylee. Okay, das kann man machen. Es hat übelst verseucht die Gegend. Gotta be a plague heart around here somewhere. Bloater, keep your distance. Headed your way. Time me. You're the best. I don't like strangers, but maybe these guys are all right. Hi, hi. Kelly, da ist er. Na komm, Baby. Let me break it down. Wir bauen eine Basis auf, aber ihr Typen sitzt auf den Vorräten. Wie wär's, wenn wir etwas von... sorry. I just hate being disappointed. It really gets under my skin. Good call on that. We shouldn't hand over our hard-earned supplies. Let them find their own stuff. Okay, you can hang out if you like. Keine Chance, ey. Also, wenn man mich höflich fragt, bin ich ja bereit, aber auf die Tour. Schade, dass man nur herrennen muss, um die Bolzen zurückzubekommen.
got better. Beats the alternative. Okay. This is serious enough that I'm gonna see the doc. Ich glaube, hier kann man auch noch was machen. Ja. I just saw one of the weird ones. Wieder 2 Euro verdient. Der Händler hat das Gebiet. Hat nicht mitbekommen, dass ein Händler da war. That's enough sitting around. I gotta get back to work. Nothing in here. Okay, dann wohl oben. Ne. Komisch. Hier nicht, da nicht. Ich weiß ja überhaupt nicht, wie viel wir davon haben. Sollen sich mal anschauen mit dem Ethanol. What the heck? Aber hier sollte doch was sein, verstehe ich nicht. Alles kommt. Stecke fest, stecke fest, stecke fest, stecke fest, stecke fest. Das war schlecht. Shit. I always
Versuchen uns jetzt mit dem Außenposten. Oder? Nee, könnte sein, dass da alles ruhig ist. I know it may feel like you're losing more people than you're saving. And some days that may even be true. But we have to believe that every person we save matters. Das ist unser Mann, ne? That was my last shot. Tut mir leid, Baby. Habe ich nicht gut gemacht. I'll get you home. Gotta drop something else first. Where am I gonna fit that? Okay. That shit's gonna slow me down. Gotta stay frosty. Plague zombies all over the place. Okay, wir haben unseren Krempel zurück. Schon mal ganz gut. Das ist wichtig. So, dann greife ich mir irgendjemanden. Yo, got a job for you. Meine Politik ist nämlich jetzt von der Basis so weit wie möglich fern zu bleiben. So lange wie möglich. Kommen die hinterher? Okay.
So, er muss ja auch in Quarantäne sozusagen. Das alles in Ordnung. So, ein Gewehr kriegst du noch. Und dann sagen wir wechseln, und zwar mit wem? Mit John. So. Plus 3 Moral. Plus 10. Sollten wir das machen? Okay, Zombie-Bedrohung zu Haus. Kurz rein und wieder raus. Das mal ausrüsten. Also, als da wären das. How many bees can there be? Okay. Take me too long to get there. Thanks, and please hurry. Nein, nein. Diese ganzen Sheriff-Missionen machen wir auf keinen Fall. So, beseitige die übrig gebliebenen Zombies. Okay. Wobei, wir können gleich den anderen Wagen nehmen. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht in diese riesen Horde reinkrachen. We got lucky. Let's figure out a better way to handle the next one. Das. Lebensmittelvorrat gering, okay, dann die nächste Runde.
Nee, das ist nicht richtig. Wir wollen das andere. Zu schnell geklickt. So, Lebensmittel. We should call around. See if anyone knows where we might dig up some supplies. I'll find someone in the network to handle that. Got a zombie nearby. Nice shot. Oh yeah. Yes? So. Wo sind die? Dann ist da hinten. Wird man vielleicht machen. Da los. Lungern die da bei unserem Auto rum? This is my last mag. Could be a problem later. You remember all those I give up on humanity types? I wonder how they like all this.
So, wir fahren zurück zum Außenposten. Ich muss mal ein bisschen aufmunitionieren. Den können wir mal im Kofferraum lagern. So, was brauchen wir? Wir brauchen eigentlich eine ganze Menge. Doch, doch. Vertrau mir, du willst es auch. Gut. Oh, wir haben hier nichts mehr klein zu machen. Also würde ich sagen. Okay, wir verschwinden. Das ist mir zu dichte. Der kommt an, ne? Alright, I'm going out for some fresh air. Go for the head. Okay, steig ein, Baby. Wir haben halt keinen. Yes? Wir haben kein Toolkit mehr. Das ist das Ding. Ziehen weiter, na, ist doch nett. Okay, die, das hat echt Ausmaße erreicht. I gotta stay clear of that plague bloater. So,
So, wir packen das. Unglaublich. What? Da ist eine feindliche. Da war doch ein solchen Herz drin, ne? Holy crap. Oh, das sieht aus hier. Zombies in all directions. Better be careful. Okay, wir fahren mal zu den Überlebenden. Und schauen, ob man denen helfen kann. Wieder. Das ist ja klasse. So, dir geht's nicht gut? Oh, Blutseuchenopfer. Shit. Oh, hey. Down to the last magazine here. I got a spot filled with fucking deadheads that need to get snuffed. Yo. Be seeing ya. Auch noch bestimmte Wünsche haben die. Oh. Easy. Oh, 55. Happening? 95, alles klar. So, also welchen wollt ihr? Den da, okay. Wie weit ist der entfernt? I don't know who they are, but we're not alone. Okay.
nur noch 6, das ist doof. So, we need to talk. We're sick of you leaving us with empty shelves here. Bring us some supplies, or else. Die haben aber den Rad ab. Leider zu wenig Bolzen dabei. Das ging super. Berichte Ash von deinem Erfolg sehr gern. Looks quiet for now, but as long as that plague heart is nearby, this place won't ever feel safe. Wir kriegen bestimmt einen Ressourcenpack dafür. Ja, Baby. Oh, hey, come on in if you want. So, die sind freundlich, nicht bedrohen. Was haben die denn? Brettspielsammlung. Das könnte nützlich sein. Robben. Okay. Gut, dann fahren wir zurück. Remember, these guys actually like us. Ja, ist mir schon klar. So ist recht, Wesley. Gut gemacht. Oder Wheezy, wie er heißt.
Guck an. Wave of zombies about to hit us. Oh, schon wieder. Holy smoke. So, das kann eingelagert werden. Yes. Wie, sie hat nichts weiter. Okay, gut. Ja, dann können wir mal Folgendes tun. Mann, wir sind wirklich so knapp mit einem. Also wir brauchen das. Wir können aber das nicht machen. Wir haben aber schlichtweg keine Ersatzteile. Davon haben wir noch 14 und davon haben wir 104, okay. So. Damit würde man 96 schaffen. Na, ich kann ja mal ein paar rübernehmen. No way I can fit this. Und die verwerten. Den Espresso. Verwerten. Schmerzmittel. Okay, da fünf davon. Weil wir benutzen die Dinge einfach nie. Und die Willy-Pete-Granate auch nicht. So, die können wir noch klein hauen. Aber das ist unsere einzige Waffe, mit der wir die Teile verschießen können. Ich denke, das Ding sowieso. Und hat eine hohe Feuerrate. Das ist ein Kammerverschlussgewehr, okay. Ja, ich weiß es nicht. Die vielleicht, ja. So. Jetzt können wir nämlich zumindest das wieder machen. 45. Fünfmal. Oh mein Gott. Ja. Das ist bitter. No. Das ist wahrlich bitter.
Okay, gut. Reparieren. Jetzt sind wir schon wieder bei 187. Alles klar. Na gut. Okay. Schauen wir nochmal nach unseren Jungs und Mädels. John. Unser Chemiker. Ist okay. In Ordnung. Ah, Jonathan ist ein Held. Dann kriegst du die schwarze Uniform. Rekrut, Medizinerin. Anführer. Kochen. Automechanikerin. Und Programmierung. 8 Bewohner. Moral ist so okay. Ja, das will ich halt nicht machen. Hier trinken und so weiter. Nicht gut. Ja, dann brauchen wir demnächst mal wieder Materialien. Mann, Mann, Mann. Materialien verbrauchen nämlich eine am Tag für die Betten. Gut. Also, ihr seht, es bleibt anstrengend, spannend. Ah, wir sind wieder einen Tag weiter. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Schauen der Folge. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.